Meine Güte, man kann nicht mal hier... Meine Güte, da kann man echt nicht mal kurz ins Inventar gehen, ohne gleich angegriffen zu werden. Das ist echt übertrieben. Na gut, bei Star Wars geht das ja so auch nicht unbedingt. Wo ist denn das hier überhaupt? Verschiedenes? Oder kann man sich nur einmal verkleiden? Und dann ist das Ganze wieder futsch. Jetzt ist okay. Ich will doch einfach nur in Ruhe weg. Jetzt im Ernst. Es ist ja unmöglich, hier mal kurz ins Inventar zu schauen. Das ist ja unmöglich. Nächster Wegschrein. Das ist echt übertrieben. Vielleicht kann ich jetzt mal kurz ins Inventar schauen. Dankeschön. Wenn so viele Mobs da rumstehen, jetzt ohne Scheiß, dann, naja, gut, ich sagte jetzt mal gar nicht so. Wurde dreimal angegriffen, als ich ins Inventar geschaut habe? Das ist definitiv übertrieben. Es tut mir leid. Der Mann ist tot. Käfer laben sich an seinem Leichnam. Vielleicht werde ich suchen. Er entdeckt ein gefaltetes Stück Papier, das unter seinem Gürtel steckt. Die Käfer scheinen Löcher hineingenagt zu haben, aber der Text darauf lässt sich zum Teil noch entziffern. Notiz betrachten. Hiermit wird eine Belohnung auf alle Dwemer-Relikte ausgesetzt, die in funktionsfähigem Zustand abgeliefert werden. Die Höhe der Belohnung hängt vom Zustand, Seltenheit und Nützlichkeit des jeweiligen Relikts ab. Je nach Zustand werden auch Teile von Relikten angenommen. Ruhlorn. Das Zahnrad und die Notiz nehmen. Begonnen. Irgendein Sammler. Dwemer-Teile. Okay. Sekunde. Das hier ist im Übrigen ein, Questgebiet, für ein, Anfangsquestgebiet. Wie ich gelesen habe. So halt, ja, Anfangsquestgebiet sollte euch ja schon irgendwie so ein bisschen was sagen, ne? Oh, ich dachte, man könnte das ernten. Jetzt eigentlich immer noch verkleidet, jetzt... Ernsthaft. Kann nicht mal eine Sekunde raufschauen. Nein, es geht nicht. Man wird sofort kaputt gemacht von irgendwelchen. Hey. Mach dich kaputt. Komm her. Du wirst auch nicht lange leben, mein Guter. Mein Schlechter, ich werde zum Schlechter. Bams, bams. Du wirst den heutigen Tag nicht überleben. Sage ich doch. Oh, eigentlich an sich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Dass hier so viele Mobs rumstehen. Das ist, nervt zwar ein bisschen, aber, naja. Bams, bams, cool. Muss man auch ein bisschen üben. Hey, durchsuchen Truhe. Sternmetall. Na jo. Gut, dann ich muss erstmal Heuler suchen. Ich würd hier lieben gerne noch ein bisschen weiter metzeln jetzt, ne?
einfach mal mit drauf geschossen. Bringt ja alles mit irgendwo so ein paar Sächlichkeiten, ne? Wo ist er denn? Heiler. Nun ja, mit jemandem wie euch habe ich ganz und gar nicht gerechnet. Hey, wo bist denn du? Hey. Wow. Reden wir. Jo. Larissa, die Gerissene. Was führt euch in diese Müllhalde? Wie habt ihr das gemacht? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art. Heuler zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und ich übernehme das Anschleichen. Ich muss sagen, das ist eine sehr coole Strategie. Und jetzt beantwortet meine Frage. Was wollt ihr hier? Captain Kaleen braucht eure Hilfe. Sie hat einen großen Beutezug geplant. Mein Schiff mag nur noch ein Haufen Treibholz sein, aber meine Mannschaft lebt noch. Und Kapitän Helane hat sie in ihrer Gewalt. Ohne sie gehe ich nicht. Helft mir, meine Mannschaft zu retten, und ich werde euch bei Kaleens großem Beutezug helfen. Geht klar. So schnell hätte ich nicht mit Hilfe gerechnet. Erinnert mich daran, Kaleen zu danken, wenn wir hier fertig sind. Wie lautet der Plan? Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden. Nehmt diese Kleider. Sucht nach einem korpulenten Bretonen, einem griesgrämigen Rotwardonen und einem großen Ork. Die Drachen halten sie in den großen Gebäuden gefangen. Trefft mich bei Helanes Schiff, sobald sie befreit sind. Okay. Merken könnte ich mir das nicht. Ich hoffe, es gibt Questmarkierungen. Aber, korpulenten Bretonen, griesgrämigen Rotwardonen und großem Ork. Okay. Sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung. Oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab. Zieht sie euch über, um nicht weiter aufzufallen. Oh, aber achtet auf die Seedrachen mit den Fackeln. Die sind nicht betrunken. Wenn ihr zu nah an sie herankommt, entdecken sie euch und alarmieren die anderen. Jo, fangen wir an. Denkt daran, ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder an toten Seedrachen. Jojo, ausrüsten. Oh, und lasst euch nicht töten. Danke für das Vertrauen, meine Gute. Das Ding ist frei. Was? Was? Wieso verborgen? Weil ich das Ding anhabe? Ach so. Cool. Alter, sieht die high aus. Kann ich die trotzdem kaputt machen? Bams. Cool. Das heißt, ich kann mir hier schön durchmetzeln. Oh. Okay, dann verschwindet die Kleidung, ich verstehe. Dann verschwindet die Verkleidung, okay. Bam. Ja. Okay. Na gut, ich dachte vielleicht für die anderen, nicht für alle und fuck. Boah, fuck it. Ich muss auf jeden Fall Energie regenerieren vorher, bevor ich irgendwas mit der mache. Wie soll ich denn ausweichen, verdammt? Meine Güte. Ich bin echt zu schlecht in diesem Spiel. Ich bin zu schlecht. Hey, aber Eisenerz kann ich finden. Was hältet ihr von der Spezialfolge? Ich laufe nur rum und suche Eisenerz. Voll toll. Es wird verdammt warm hier drin langsam. Wieso wird das so warm hier drin?
Komm her, du, ich mach dich kaputt. So, ich sollte vielleicht öfter blocken. Das sollte ich vielleicht machen. Das sollte ich mir echt angewöhnen. Okay. Wie komme ich an den beiden vorbei? Alter Falter. Okay, aber... Immer schön ausweichen, immer schön in Bewegung bleiben. Da muss das irgendwie passen. Cool. Ah, toll, ich dachte, hier ist der Eingang. Ich dachte, die beiden bewachen den Eingang, mehr oder weniger. Ich bin so blind. Ich bin so blind. Ist eine Maus auf dem Tisch? Oh, geil. Oh, ist die süß. Ist die geil. Oh, ist das cool. Ist das knuffig. Ich liebe es. Boah, ist das süß. Aber, wo ist denn die jetzt? Ich musste hier rein. Nein. Ach, hier ist ja auch noch. Hier ist ja auch noch ein oben. Ein oben ist hier noch. Bitte, irgendjemand, kommt mir zur Hilfe. Okay. Noch ein Folterknecht von Helane. Und noch hässlicher als der letzte. Da halt mal. Nicht aufregen. Nicht aufregen. Lirisa hat mich geschickt. Ich habe eine Verkleidung, die ihr für die Flucht verwenden könnt. Ich wusste, dass sie mich hier nicht verrotten lässt. Schnell, bindet mich los. Die Seedrachen haben die letzten Stunden damit verbracht, mir die Finger zu brechen. Ich kann zwar kein Schwert führen, aber wenigstens kann ich auf meinem Weg hier raus noch ein paar von ihnen erwürgen. Normalerweise würde ich sagen, entschuldige dich erst für das, was du gesagt hast. Da ich aber Lirisas Hilfe brauche, lasse ich dich jetzt frei. Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piratenzunft. Tötet jeden einzelnen von ihnen, der euch begegnet. Du bist eine Schande für alles, was mir bislang begegnet ist, mein Freund. Ah, Hilfe, Hilfe, ich will nicht kämpfen. Hilfe. Auf die Seite. Blockieren, jetzt. Shit. Shit, fuck, 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 fuck. Das war, nicht ganz so souverän, sag ich mal. Ich bin so schlecht. Ich bin so verdammt schlecht in diesem Spiel. Ich bin so schlecht. Ey. Wenn ich das nächste Mal reparieren muss, bin ich pleite. Ne? Das nächste Mal bin ich dann pleite, wenn ich reparieren muss. Aber dass man auch nicht vor den Gegnern wegrennen kann. Geht auch nicht. Nein. Naja, gut. Ist ja eigentlich auch okay.
Also, geht doch. Meine Güte, gehst du ein... Auf den Zünder. Auf den Zünder gehst du ein. Aber ganz gewaltig. Komm her, du. Komm her. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Das ist doch mal eine schönere Begrüßung als vorhin. Larissa schickt mich, nimmt diese Verkleidung und verschwindet von hier. Den Achten sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier drin sterben. Helane kam vor einer kleinen Weile hier vorbei. Hat mir gesagt, ich solle mich schon mal darauf freuen, wie mir öffentlich die Haut abgezogen wird. Dann hat sie mich grün und blau geprügelt und dabei die ganze Zeit gelacht. Was für eine eiskalte Hexe. Klingt nicht ganz so sympathisch, aber lass mich dich befreien. Haltet euch von Helane fern. Sie ist ein Monster. Fesselspielchen müssen dann doch nicht sein. So, ist inzwischen irgendjemand respawned, den ich dann kaputt machen kann, muss. Warum denn? Ja, jetzt sind es natürlich schon wieder drei. Natürlich. Das ist eine verdammter scheiß Respawn-Timer. Die sind verdammt mies platziert teilweise, die Mobs hier. Das hat jetzt nichts mit, ich sag jetzt einfach mal Mimimi zu tun. Aber die sind teilweise echt verdammt mies platziert. Du guckst nach, ob die respawned sind. Nee, du gehst raus. Das ist echt krass. Das ist, so oft bin ich in einem Spiel am Stück noch nie gestorben. Das ist echt krass. Ich glaube, ich würde mich am liebsten mal eine Zeit lang da hinstellen und einfach mal schauen, wie viele kommen da an. Das ist krass. Ich glaube, ich werde das nächste Mal doch diese Heilung etwas buffen. Das ist so übertrieben. Das ist das Anfangsgebiet für Anfänger. Wohlgemerkt. Wie sieht das dann hinterher aus? Ah, ich will es gar nicht wissen. Ausnahmsweise mal. Ein großer Ork. Hallo. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr solltet abhauen, wenn ihr nicht wollt, dass die Seedrachen euch ausweiten. Noch, du bist freundlich. Dich finde ich richtig sympathisch. Gut, das Übliche. Ah, noch einer von Helanis Tricks. Mich erst freilassen, um mich dann zu jagen und beinahe tot zu prügeln. Nun, ich werde das Risiko eingehen und versuchen, nach Hundingshafen zu flüchten. Wollen wir mal sehen, wie weit ich komme. Auf jeden Fall, lasst mich euch losbinden. Ich gebe euch einen Rat. Geratet nicht in ihre Gefangenschaft. Wenn ihr nicht fliehen könnt, solltet ihr den Tod im Kampf suchen. Tut mir leid, den habe ich vorhin schon zu oft gefunden. Da habe ich jetzt keinen Bedarf mehr zu. Bitte meine ich. Ausweichen. Komm her, du. Komm her. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich fertig. Verdammtes Miststück. Entschuldigung. Jetzt ist es gerade aus mir rausgebrochen. Dich mache ich auch fertig. Du wirst auch nicht mehr wissen, wo oben und wo unten ist. Oh. Ganz nach einem Unentschieden aus, was Blocken angeht.
jetzt im Ernst. Trefft Larissa, wo ist denn die? Ach du. Ist. Boah, ganz ruhig, meine Gute. Ganz ruhig da. Ganz ruhig. Kann sich echt kein Meter bewegen, ohne dass man gleich irgendwas anderes pullt. Das ist. Okay. Ich muss dazu sagen, wir sind hier in einer Basis von ihnen. Yeah. 2 Gold. Wirklich viel tolle Sachen droppen tun die aber nicht. Komm mal her. Komm mal her, mein Hotte Hü. So, das ist, tschüss. Mit meinem Hotte Hü kann ich hoffentlich vor dir abhauen.